ihr wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Maiko Schmidt, die 1691. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich bin heute in Hamburg unterwegs. Da habe ich ein paar Entdeckungen gemacht, an denen ich euch sehr gerne teilhaben lassen möchte. Und zwar ging es los heute Morgen, habe ich mir eine Kleinigkeit zum Frühstück holen wollen. War im Zentrum von Hamburg, wenn man es als solches bezeichnen möchte. Hamburg hat ja nicht wirklich ein richtiges Zentrum, sondern mehrere Zentren. Aber kurz und gut, da wo die Haupteinkaufsstraßen sind, da gibt es ein Parkhaus, das heißt Bleichenhof. Und da drin habe ich mein Auto hingestellt, um mir dann unten drin gleich was zu essen zu holen. Und zwar heißt der Laden Joe and the Juice. Es ist kein Saftladen, wie vielleicht der Name vermuten lässt, sondern das ist so ein typisches Ding, wo man eben seinen Kaffee oder seine Latte Macchiato oder was auch immer, welche Kaffeespezialität man trinken möchte, das bekommt man da alles. Natürlich auch frisch gepresste Säfte, aber auch Brötchen. Keine normalen Brötchen, aber da kommen wir später dazu. Ich bin also da an den Stand rangegangen, in den Laden rein und sagte, ja, ich hätte gerne eine Kleinigkeit zu essen und was zu trinken. Und dann sagt er, sorry. Und dann stellt es sich heraus, da drin wird nur Englisch gesprochen. Ist zwar eine schöne Sache, Hamburg hat ja Gäste aus aller Welt, da kann man natürlich einen Kaffeeladen aufmachen, wo nur Englisch gesprochen wird. Für mich war es überhaupt kein Thema, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen seltsam anmutet, wenn vielleicht ältere Herrschaften da reingehen, die nicht unbedingt gut Englisch können, die kriegen dann da drin kaum was zu essen und zu trinken, es sei denn, sie zeigen mit dem Finger drauf. Fand ich ein bisschen seltsam, auch alle Hinweisschilder in dem Laden, unter anderem der Hinweis, dass man nicht mit Kreditkarte zahlen kann, alles auf Englisch, da steht drauf, in God we trust, all others pay cash, ja, war die Sache auch schon mal geklärt. Also man gibt sich einerseits super international, indem man da nur Englisch drin spricht, zumindest war es heute so, ich weiß nicht, ob das jeden Tag da so ist, ich war das erste Mal da drin. Auf der anderen Seite ist man wieder kleinkariert und nimmt noch Cash und keine Kreditkarten. Passt nicht so ganz zueinander. Es lohnt sich dennoch, in den Laden reinzugehen und das wollte ich euch sagen. Denn der Kaffee, okay, der schmeckt, aber der schmeckt auch überall woanders einigermaßen. Aber die haben ein tolles Brot. Es sieht zwar aus, als wäre es ein Ciabatta, ist es aber nicht. Von der Größe her wie so ein Ciabatta-Brötchen. Und das wird dann getoastet und ergibt dann ein Brötchen, was schmeckt wie eine Mischung aus einem super leckeren Brötchen mit leichtem Knäckebrotanteil. Ja, genauso knusprig ist es auch nicht so sehr wie Knäckebrot oder wie ein weiches Knäckebrot. Kann man nicht beschreiben, muss man ernsthaft probiert haben. Darauf einfach eine schlichte Schicht mit Thunfischsalat, Avocadoscheiben und ein paar Tomatenringlein und dann kam die zweite Hälfte wieder oben drauf. Das wurde ja frisch getoastet, das Brot, das ist noch so ein bisschen warm und das war ein Genuss. Es ist zwar preislich, ja, ich sag mal typisch Hamburg, also ich habe für die Tasse Kaffee, / den Becher Kaffee und dieses Brot zusammen 7 Euro bezahlt. Das zahlt man also schnell mal in Hamburg. Das hört sich sicher teuer an für Leute, die nicht aus Hamburg oder nicht aus München oder aus einem anderen Ballungszentrum kommen. Aber es lohnt sich. Also es lohnt sich sogar, wenn man mal nach Hamburg zu Besuch kommt, dorthin zu gehen, um diese Mischung auszuprobieren. Sehr, sehr lecker. Und weil wir gerade schon bei Mischungen sind, ich musste noch ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund besuchen. Und der trinkt gerne Gin Tonic. Wo kauft man es ein? Sicherlich nicht im Supermarkt, schon gar nicht im Discounter, weil im Supermarkt hat man das Problem, es gibt weder vernünftigen Gin noch gutes Tonic Water. Aber auf den Gin will ich gar nicht so sehr hinaus, weil Gin kann man sich auch im Internet bestellen und da gibt es ja 1000 Varianten. Den hochwertigen Gin bekommt man natürlich in allen Edeka-Märkten und da allerdings auch in der Glasvitrine. Aber darauf will ich auch nicht hinaus, sondern wenn ihr Gäste habt und Mixgetränke anbietet, wollte ich euch auf die Idee bringen, dass man ja nicht nur mit den Alkoholika variieren kann, sondern vor allem bei den nicht alkoholischen Getränken. Wenn man also einen guten Gin kauft, sagen wir mal einen Monkey 47 vielleicht oder einen Malaga oder, ich will jetzt nicht alle Marken aufzählen, die mir in den Sinn kommen. Ich habe heute mal einen Hamburger Gin gekauft, der aus portugiesischen Kräutern destilliert wird. Dann kann man eine einzige Flasche Gin kaufen und dazu aber
vielleicht mal 6 verschiedene Tonic Water. Das ist in Hamburg eine Herausforderung, die zu bekommen, weil es gibt natürlich dieses allgegenwärtige Schweppes, aber das schmeckt mir persönlich nicht. Es ist, da ist mir der Gin zu schade, um das mit Schweppes zusammenzubringen. Aber die vielen, vielen Tonic-Wassersorten, die es im Ausland gibt, die sucht man in Deutschland noch vergebens. Aber ich habe einen Edeka gefunden, wo es heute 7 verschiedene Tonic-Wassersorten gab. Und das ist eigentlich die Empfehlung, dass ihr vielleicht auf eurer nächsten Party einfach eine Sorte Gin kauft und dazu viele verschiedene Sorten Tonic Water. Es gibt da Fentimans, es gibt da Thomas Henry, es gibt, oh Gott, ich habe sie leider jetzt alle hinten im Kofferraum drin, deswegen komme ich nicht auf alle Namen, aber in diesem Laden, wo ich heute war, gab es diese ganzen Sorten und ein top geschultes Personal. Die konnten mir also zu jedem Tonic Water erzählen, was das Besondere eben speziell an diesem ist. Das konnten die übrigens auch bei den Gin-Sorten. Ja, ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, mich mit dem Verkäufer unterhalten. Aber das kann man mal gut machen. Und das ist auch eine exzellente Geschenkidee für jemand, der gern Gin-Tonic trinkt, dass man ihm einfach verschiedene Tonic-Wasser schenkt, weil die sind super schwer zu bekommen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Hoffe, ich habe euch nicht allzu sehr gelangweilt und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.